musste mein Leben opfern. Davor habe ich 100 Runden gespielt. Alle waren negativ. Alle! Um 61:20 zu bekommen. In Black Ops 4 mache ich das, während ich Netflix schaue und Musik höre. Gut, wer schaut Netflix und hört Musik gleichzeitig? Catch mal und verpisst euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video zocken wir Call of Duty Black Ops Cold War, die Beta, die zweite Beta-Wochenende, da wo auch die Xbox-Spieler und die PC-Spieler zocken können. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Viel Spaß mit dem Video. Die beste Waffe in diesem Spiel ist die Milano 821. Milano ist wirklich die geilste Waffe. Hier seht ihr mal kurz die Aufsätze, ich gehe mal kurz alle durch. Vielleicht könnt ihr gerne kopieren, die ist richtig geil. Und ja, ich würde mal sagen, wir quatschen nicht viel. Let's go. Achso, und bevor wir noch in die Runde jumpen, kann mir jemand verraten, wie die Scorestreaks hier funktionieren? Wie kann es sein, dass ich 500 Mal sterbe, trotzdem die zweithöchste Streak bekomme? Wie zum F***? Okay, erster Kill. Naja, okay. C4 nach dahin. Von wo? Ihr müsst wissen, für jeden YouTuber, der hier COD-Content bringt, ist einfach dieses Spiel Krebs. Es ist wirklich Krebs. Um hier ein Gameplay zu reißen, ihr müsst die Fresse halten. Ihr müsst die Fresse halten, sonst bekommt ihr ein 2:5 gedrückt. Da hinten ist einer. Okay. Da oben ist einer. Geh mal rechts. Oh, let's go. Da, den zum Beispiel habe ich nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Jasmine, oh, big. Da. Komm her, komm zurück. Komm zu Baba. Ey, Jungs, das war mein Kill. Nach 4 Minuten 7:7. Und spannende Sache, aber ich hab's euch gesagt. Wenn ich... Was? Wie schon gesagt, wenn ich ein Gameplay machen möchte, dann muss ich halt, ja, schwitzen. Und dann muss ich halt meine Fresse halten. Aber ich will euch ja unterhalten, ne? Bro, es wird schon nicht so schwer sein, den umzubringen, oder? Alter. Ganz ruhig. Wisst ihr, ich werde hier noch positiv rausgehen wenigstens. Ah, wenigstens positiv. Da sind noch 800 Leute. Uno. Des. Quatsch. Yeah, ich habe ein Spionageflugzeug freigeschaltet nach 5 Minuten Spielzeit. Fand ich einen Napalmangriff. Voll auf meine Fresse, oder? Oh, den habe ich seine Ehre gewendet. Ich habe mit dem einfach Krabbenbürger gespielt. Let's go, Mann. Jetzt warten wir hier. 3, 2, 1. Komm schon. Komm rüber. Komm. Wenn man wirklich ein Gameplay rausbringen möchte mit dem Spiel. Man muss wirklich, wenn man hier ein Gameplay rausbringen möchte, 5 Stunden am Stück zocken. Und das schafft man nicht. Ja, wirklich, das schafft man nicht. Da schon wieder. Was war das für ein Aim? 18:16, Alter. 18:16. War in einem Call of Duty noch nie so schlecht. In den letzten CODs ist es immer so, Minimum 40 Kills und ja. Wie heißt es hier? Hauptsache nicht negativ gehen. Wo war der bitte? Problem ist auch auf der Playseat, dass es, wenn hier zu viel passiert, dass die FPS einbrechen. Und wenn die FPS einbrechen, dann ist es halt, ja, nicht gut, würde ich mal sagen. Bro, von wo? Wo? Fick Brad heißt der. Das Spiel macht halt wirklich keinen Spaß. Ich gehe negativ. Es macht wirklich keinen Spaß. Ich bin negativ gegangen. Ich bin einfach negativ.